Host dich doch selber mit Juno-Host. Ja, was soll das? Die Frage, wo sind eigentlich meine Daten? Darum geht's hier. Ich kann bei Juno-Host beispielsweise eine eigene Nextcloud aufsetzen. Wie das aussieht, kann ich mir hier anschauen, indem ich einfach mal auf Ausprobieren klicke, mir die verschiedenen Anwendungen von Juno-Host anschaue. Und dazu muss ich mich einfach mit dem Benutzernamen Demo und dem Passwort Demo anmelden. So, dann sieht man, was es bei Juno-Host alles an verschiedenen Anwendungen gibt, unter anderem die Nextcloud. Ich klicke hier einmal auf die Nextcloud, das sieht auf meinem Server, den ich mir aufgesetzt habe, ganz genauso aus und dann lädt die Nextcloud. So, und hier bin ich auf dem Cloud-Verzeichnis. Ich habe verschiedene Ordner, Dokumente, Multimedia, Fotos und so weiter und kann diese Nextcloud ganz einfach über eine App mit meinem Tablet oder Smartphone verbinden und habe dann von unterwegs Zugriff auf meine Daten. Sehr praktisch, ja klar gibt es das auch bei Dropbox, OneDrive, was weiß ich was. Aber das Schöne, wenn ich mir hier eine Nextcloud aufsetze mit JunoHost, dann liegt die zu Hause auf meinem Server. Es ist also ganz klar, wo die Daten sind. So, wie geht das jetzt zu Hause? Dazu gehe ich zurück auf die Seite junohost.org, einmal auf die Startseite, damit ich euch zeige, wie ihr da hinkommt. Unten gibt es eine Dokumentation und bei der Dokumentation das Administratorhandbuch. Im Administratorhandbuch gibt es den fünften Punkt Install JunoHost, also das eigene System installieren. Nach und nach wird das sicherlich auch ins Deutsche übersetzt. Ihr könnt euch hier einfach ein Image herunterladen, je nachdem, worauf ihr den Server aufsetzen möchtet. Es reicht auch ein einfacher Raspberry Pi oder sogar ein virtueller Computer. Ich würde euch beim Raspberry Pi aber mindestens Version 4 mit 4 GB RAM empfehlen, weil es ansonsten eventuell schwierig ist, beispielsweise einen Hedgehog-Server aufzusetzen. Ihr ladet euch also einfach das Image herunter, brennt das auf eine CD, lasst die Installationsroutine durchlaufen, fertig, Server steht. Ja, und dann habt ihr den Server zu Hause stehen. Um ihn ins Netz einzubinden, müsst ihr eventuell noch an eurem Router zu Hause ein paar Einstellungen vornehmen. Das ist hier aber eigentlich erklärt, es gibt eine geführte Installation. Ich würde sagen, probiert das einfach mal aus, das ist eine tolle Sache. Und die eigene Cloud zu Hause, da weiß ich wenigstens, wo meine Daten sind.